Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Grün ist die Farbe der Hoffnung und damit stimme ich das Ganze hier ein mit Windows 10. Und zwar ist eine neue Windows 10 Build aufgetaucht in den letzten Tagen. Microsoft hat die Build-Version 10.525 im FastRing freigegeben. Das ist die sogenannte TH2. Die zweite Version von Windows 10, die jetzt im Herbst wahrscheinlich an die Endkunden ausgerollt wird. Was gibt's für Verbesserungen? Es gibt eigentlich nichts wirklich an Verbesserungen. Es gibt ein besseres Speichermanagement. Es wurden ein paar Fehler behoben und an neuen Funktionen ist das hier das oder die größte Neuerung, dass wir hier uns über den Color Button hier in den Personalisierungseinstellungen, dass wir uns hier eine Farbe wählen können, dass hier auch der Fensterrahmen einer Anwendung dann in einer entsprechenden definierten Farbe dargestellt wird. Wir haben hier einige Farben zur Auswahl. Was mir jetzt hier fehlt, ist dieser Farbendialog von Windows XP mit diesem Schieberegler, wo wir an der Seite den Helligkeitsregler haben und dann in der Mitte dieses Farbfeld. Das fehlt mir jetzt hier, weil es sind sehr viele Farbtöne, die jetzt hier nicht ausgewählt werden können, aber ein paar Farben können wir hier schon auswählen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Farben, die jetzt hier drin sind und dass die Farben, die jetzt hier ausgewählt sind, dass die nie wirklich was miteinander zu tun haben. Wenn wir nämlich hier mal gucken, die Farbe hier ist wesentlich dunkler, als dann hier in Wirklichkeit der Fensterrahmen erscheint. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es hier quasi nur ein Farbthema ist, also nur eine Palette von Farben, die dann hier umgesetzt wird und keine konkrete Farbe. Inwieweit das hier noch gefixt wird oder ob das so bleibt, das kann ich euch leider nicht sagen. Das werden wir dann in der Zukunft 10 bei Microsoft. Mehr hat sich hier, wie gesagt, eigentlich nichts getan. Deswegen beende ich das Ganze jetzt hier auch und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Hey, du bist immer noch da. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angeguckt hast. Hier findest du noch einige interessante Videos von uns. Alternativ kannst du natürlich auch dem Kanal hier ein Abo reindrücken oder dem Video einen Like. Vielen Dank. Tschüss.